Ja, die Feuerwehr Ankum ist alarmiert worden zur Unterstützung der Polizei zu einer Automatensprengung. Das Stichwort hat alle Kameraden natürlich doch schon sehr verwundert, weil wir alle nicht davon ausgegangen sind, dass uns das hier in Ankum irgendwann mal auch treffen wird. Aber an der Einsatzstelle haben wir dann einen gesprengten Automaten vorgefunden. Die Polizei war ja schon vor Ort. Wir haben uns dann um die Evakuierung aller Bewohner des Gebäudes gekümmert. Wir haben das Gebäude belüftet, beziehungsweise den Schalterraum, den Bankbereich, haben dann im Mauerwerk Risse wahrgenommen. Deshalb habe ich den Fachberater THW für die Statik noch mal einmal alarmieren lassen. Wenn der dann das Okay gibt, dass statisch alles mit dem Gebäude noch in Ordnung ist, dann können die Bewohner auf jeden Fall erstmal wieder in ihre Wohnungen. Da ist auch eine Familie mit kleinem Kind dabei, aber im Moment ist das alles einfach noch zu riskant. Deswegen gehen wir da auf Nummer sicher. Ansonsten, wenn wir mit der Belüftung soweit fertig sind, wird die Polizei die Ermittlungen aufnehmen. Weitere Maßnahmen, außer dass wir das Ganze natürlich erst nochmal abgesperrt haben, brauchten wir so erstmal nicht einleiten. Das ist aber jetzt erstmal das, was die Feuerwehr Ankum hier macht. Ja, also belüften deshalb, weil wir ganz klar noch Rückstände von der Sprengung wahrnehmen konnten und natürlich, um da sicher zu sein, dass man da ohne Atemschutz dann das Gebäude auch betreten kann, auch für die spätere Spurensicherung. Deswegen die Belüftung, um da einfach sicher zu gehen, dass da keiner sich irgendwie noch gesundheitliche Schäden zuzieht.